So, ich grüße euch mal wieder. Heute, ich weiß nicht, ob ich darüber schon ein Video gemacht habe, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nur von den Masters of the Universe Revelations, habe ich glaube ich von den normalen Figuren, von dem normalen Fisto Unboxing gemacht. Diesmal haben wir Fisto und Streetor. Heißt der Streetor? Ich könnte es mir nicht mal merken, wenn ich die Serie geguckt hätte. Weil ich bin, wenn es um Namen geht, bin ich echt richtig schlacht. So, auf jeden Fall, hier ist Fisto und Stridor. Was ist denn So, so sieht er auf jeden Fall aus. Nett. Ich habe mir auch noch mehr gekauft, das muss ich sagen. Da kommen noch, ich habe noch sehr, sehr viele, sehr kleine Figuren. Da werde ich, denke ich, mal ein Video insgesamt machen. Ja, oder wenigstens, es gibt da so verschiedene Serien. Einmal schwarz, einmal blau, orange, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich sie mir alle kaufen. Ja, wird es auch noch geben. Hier, das ist Fisto und Streetor. So sieht er aus. Schönes Ding. Kann man sich hinstellen. Upsala, was ist denn hier los? Kann man auch den Kopf bewegen? Ja, kann man auch. Kann man sich hinstellen. Ich wünsche euch noch einen schönen heutigen Tag. Lasst mir einen Kommi, lasst mir ein Abo da. Link ist unten runter. Ansonsten guckt in meine Videos. Vielleicht findet ihr noch irgendwas, was euch interessiert. Bis zum nächsten Mal.